Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Murdered Soul Suspect. Wir sind jetzt hier in diesem Museum, wo eine Ausstellung ist über Hexenverbrennung und so weiter mit inklusive Folter und bla. Und wir sind jetzt hier irgendwie auf dem Dachboden, so wie das aussieht, beziehungsweise, ach hier, guck mal. Beziehungsweise, gibt es hier irgendwelche Ausstellungsstücke? Da hat schon wieder was geraucht, das war in der letzten Folge schon so am Schluss. Hier ist noch einmal was versteckt. 13 mehr. Das habe ich glaube schon in irgendeiner anderen Folge gesagt. Ich werde das jetzt nicht versuchen, auf Teufel komm raus, die ganzen Dinger hier einzusammeln. Da können wir nicht lang. Wir sollen jetzt hier nach weiteren Hinweisen suchen. Ach, sobald wir durch irgendein Objekt gehen, dann vibriert das immer, okay? Wenn man aber schon mal so eine Gegenstände finden kann, dann nehme ich es auch gerne mal mit. So ist es nicht. So. Zoe, was machst du denn hier? Joy? Joy, meine ich doch. Ich sagte, du sollst auf Iris aufpassen. Du bist nicht mein Boss. Ich habe unten einiges gefunden. Der Glockenmörder tötet seine Opfer, als wären sie Hexen. Ich gehe nach oben und sehe nach, was ich noch finden kann. Ich hätte dir sagen sollen, folge mir, dann wärst du vielleicht in der Kirche geblieben. Hast mich durchschaut. Da ist was dran. Vor allem, er ist jetzt erst dahinter gekommen, dass es um Hexen geht oder dass er die wie Hexen behandelt. Das ist mir gleich beim ersten Mal aufgefallen eigentlich. Naja. Man kann ja nicht alles wissen, ne? Ja, Echo ist für der Klugscheißer. Na und? Ich weiß sonst nicht viel. Lass mich mal. Halte nach Sicherheitskameras und Alarmanlagen Ausschau. Da ist einer. Aber das ist ja nicht mein erster Einbruch heute. Stimmt, der letzte war vor 2 Wochen. Etwa. Das sieht wie der richtige Ort aus. Mal sehen, was mir diese Artefakte über die Hexenprozesse sagen können. Okay, neue Hinweise also. 14 Hinweise. Oh, steht irgendeine der Artefakte mit den Glockenmorden in Verbindung? Navigation. Nee, das glaube ich ja weniger. Ein Kompasshäuschen. Eine Kanone. Bürgerkrieg. Da ist Joy. Ich würde schon wieder fast Zoe sagen. Notrufe. Das gehört alles hier irgendwie zum Schiffsverkehr. Außer eben die Kanone eben, obwohl die kann auch dazu gehören. Ein Pranger. Verfolgung, okay, das passt auf jeden Fall. Was macht so ein Geräusch? Willst du mich jetzt rollen oder was? Kristallkette. Ein Kristall, von dem man glaubte, dass er in die Zukunft voraussagte. Verzeihung. Es wird für immer dir gehören. Schande über dich, Bridget. Dein vermeintlicher Kontakt zur Geisterwelt wird dich noch in die Verdammnis führen. Medien für Hexen gehalten. Medien für Hexen gehalten? Okay. Puritaner haben alle, die ein Medium ähnliche Fähigkeiten zeigen, die wie ein Medium ähnliche für Hexen gehalten. So. Scheiße. Also bei diesem Spiel habe ich immer diesen Sprachkasper. Ich weiß man auch nicht. Ich kann ja nicht richtig vorlesen. Wahrscheinlich, weil die Schrift doch so kacke ist irgendwie. Jetzt mal nochmal zweimal gucken. Was steht da? Jegliche Richtung.
Ich sehe das gerade gar nicht, dass da ein Steuerrad ist. Ich habe gerade mal auf meinen Fernseher geguckt, weil da läuft das gerade noch parallel mit. Da sehe ich das. Scheiß Monitor. So. Hier könnte noch etwas sein. Oder auch nicht. Alter, wir haben gerade mal 6 Hinweise. Bibel. Liste der Angeklagten. Ein Hammer. Urteil. Wichtige Nachricht. Öffentliche Vorladung zum Hexenprozess. Eine antike Schriftrolle. Toll. Ein riesiger Anker. Steckt fest. Was? Schiffsanker. Ein großer Schiffsanker, sag ich doch. Mensch, Spiel, wenn du mich nicht hättest, ne, wüsstest du auch nicht, was du da hinschreiben solltest, oder? Huch. So, es fehlen immer noch 4 Hinweise. Richter. Befehlsgewalt im Hexenprozess. Okay, jetzt habe ich den Ort verlassen. Oh, guck mal, da ist noch was. Dieser Ort bringt mich mit jahrhundertealten Eindrücken in Kontakt. Ich versuche, mich auf den Mörder zu konzentrieren. Aber der Nachhall dieser Eindrücke funkt ständig dazwischen. Wie Tote aus der Vergangenheit, die nicht vergessen werden wollen. Mhm. Museumsgeister. Erinnerung der Profilerin. Es fehlt bloß noch ein einziger. Also eine einzige Erinnerung. So, sicher, dass hast du alles noch gefunden was? Hast? Nee. Sicher, dass du alles gefunden hast? Nee. Leider noch nicht. Es fehlen immer noch 3. Okay, na was könnte man jetzt hier noch... Ah, guck mal. Salems Psychic History. Salems übersinnliche Geschichte. Hellseher führt Polizei zu grauenhafter Entdeckung. Hiesiges Kindermedium Sophia Baker findet vermissten Mann. Rose Campbell, Schülerin an der Salem High, behauptet übersinnliche Kräfte zu haben. Ein weiterer Mord mit Hilfe übersinnlicher Kräfte geklärt. SPD reagiert. Medium löst 20 Jahre altes Mysterium. Kolumne. Gibt es Medien wirklich? Sophia war ebenfalls ein Medium. Das heißt, mehrere der Mädchen, die auf eines der Glocken... Was? Mehrere der Mädchen, auf die es der Glockenmörder abgesehen hatte, waren Medien. Okay, also ist das schon mal die Verbindung? Sie waren Medien. Es fehlen immer noch Hinweise. Okay, verlasse ich den Ort also wieder. Gute Frage, nächste Frage. Was fehlt denn noch? Drei Verbindungen muss es geben. Steht irgendeine Artefakt in Verbindung? Medien für Hexen gehalten. Glockenmordziele sind Medien. Das könnte noch stimmen. Auf jeden Fall Verfolgung, würde ich sagen, oder? Antike Kanone, das er weniger. Befehlsgewalt, Hexenprozess. Liste der Angeklagten. Ein Notizbuch aus dem späten 17. Jahrhundert, dass die Angeklagten der Hexen. Nee. Verfolgung, denke ich mal. Scheiße. Mist. Da fehlt mir noch was. Kapitänshäuschen, Schiffstelegraph, Schiffsratten, ey. Öffentliche Vorladung. Scheiße. Ich brauche noch... viel zu schnell wieder. Ich brauche noch 2 Hinweise.
Also, dass die ganzen Medien alle für Hexen gehalten wurden. Das auf jeden Fall, das ist klar. Glockenmordziele sind Medien für Hexen gehalten. Mir fehlen noch zwei Hinweise. So, die Kanone hatten wir bereits. Ist hier noch etwas? Nee. Boah, das ist so verflucht dunkel hier. Ich sehe irgendwie gar nichts. Was ist das hier eigentlich? Eine riesige Truhe? Oder was? Nee. Da ist der Richter, den hatten wir bereits. Aha. Das ist doch das Arschloch, oder? Baxter im Museum. Herr Kleiner, Baxter war hier. Du musst dieses Bild für mich hochheben. Es heißt, die gehängte Hexe. Gruselig. Da ist ein Symbol drauf. Das ist das Symbol des Mörders. Eine geisterhafte Version des Symbols des Glockenmörders findet sich im Gemälde Die gehängte Hexe. Okay, ich würde sagen, damit haben wir auch den letzten Hinweis. Der Glockenmörder jagt also Medien, weil er sie für Hexen hält. Das ist Irrsinn. Kenne ich jemanden, der sich für Medien interessiert? Baxter. Ich weiß nicht. Welches verdächtige Verhalten hat Baxter während des Falls gezeigt? Puh. Beförderung? Baxter im Museum auf jeden Fall. Er hat das Gemälde versteckt. Das ist auf jeden Fall auffällig. Baxter versteckte das Buch. Baxter hat das Buch wahrscheinlich irgendwo in seinem Büro versteckt, weil Rex danach suchte. Okay, noch einen Hinweis brauchen wir. Klassenfoto der Akademie? 2 Jahre vor mir abgeschlossen? Nee. Bowling Champion? Nö, auch nicht. Glockenmörder. Ich kam hierher, weil ein Zeuge eine mögliche Sichtung des Glockenmörders in dieser Gegend meldete. Baxter sucht das Mädchen. Baxter hat sich an seinen vermissten Männern erkundigt. Und warum ist Baxter darin verstrickt? Er wurde mit der Degradierung abgezogen. Wir haben das Symbol des Mörders. Wir haben einen Verdächtigen. Wir sind fast am Ziel. Und nicht einen einzigen Schritt näher an meiner Mom. Wie gesagt, die Welt braucht nicht noch eine Heulsuse. Weißt du was? Du kannst mich mal. Du verstehst das nicht. Ich verstehe es nicht. Meine Frau wurde vor 3 Jahren ermordet. Sie ist ins Licht hinaufgeschwebt und ich stecke hier mit einem zickigen Teenager fest. Oh. Deine Mutter versteckt sich seit wann? 2, 3 Tagen? Hä? Und ich garantiere dir, wir finden sie. Wenn ich versage, wenn wir versagen, werde ich Julia nie wiedersehen. Niemals! Wir versagen nicht. Ich brauche keinen Cheerleader. Tut mir leid, ich wusste nichts von deiner Frau. Hör zu. Wir müssen nach dem handeln, was wir wissen. Geh du zur Kirche. Zur Kirche? Wo gehst du hin? Baxter ist unser Hauptverdächtiger. Ich muss in seine Wohnung überprüfen, ob er irgendwelche Leichen im Keller hat. Vermutlich keine gute Idee, als Flüchtiger einen Korb zu besuchen. Gut, wir sehen uns später. Baxter. Ich denke mal, Baxter hat auf jeden Fall Dreck am Stecken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er der Glockenmörder ist. Absolut nicht.
Verdächtiger Baxter. Baxters merkwürdiges Verhalten in dieser Ermittlung macht ihn zu einem Verdächtigen im Glockenmordfall. Ich muss ihn finden. Ne, wie gesagt, ich kann mir absolut gar nicht vorstellen, dass er der Glockenmörder sein soll. Ach, da vorne sind wieder diese Fallen. Alter, erschreck mich nicht so. Scheiß die Wand dann, ey. Boah, hab mich jetzt erschrocken. Heuli, heuli, moili. Scheiße, wie komme ich jetzt hier raus? Alter, wie viele sind denn hier? Shit. Fuck, einer hat mich gesehen. Na! Nein! Oh, ist doch kacke hier. Nö, scheiße. Nein! Ich muss gedrückt halten, dann ich vergesse das immer. Oh, das ist mit der Dämonenjagd, das ist schon nervig. Auf jeden Fall. Ja, einer ist weg. Komm schon, hau ab. Jawohl. Booyah. Ich glaube mal, das ist der letzte da. Das ist bloß die Frage. Warte mal, ich warte mal noch einen kleinen Moment. Oh, ich hasse diese Dämonen. Die sind so nervig. Nein! Geht einen so auf den Sack. Jetzt muss ich erstmal kurz seine Patrouille verfolgen, also wo der überall lang geht. Mann, Mann, Mann. Ah, okay, deswegen hat er mich gesehen. So, jetzt komm her. Okay, das ist auch der Exit. Meine Fresse. Habe ich ja nochmal Glück gehabt jetzt. Halbwegs. Da kann ich noch was einsammeln, okay.
Hauptsache, hier kommt jetzt wieder kein Zug. Hallo? Hast du gehört, dass gerade noch was passiert ist? Etwas Schlimmes. Was denn? Jemand hat mir von einem Mord erzählt. Nein, das ist gerade eben erst passiert. Die Polizei flippt völlig aus. Was? Was ist passiert? Keine Ahnung. Klingt aber ernst. Scheiße, Joy. Hoffe ich, hat sie keinen Unfug gemacht. Oh, was haben wir denn hier? Ronan trifft Rex. Ich war so nervös. Mein schurkischer Freund und ehemaliger Trickbetrüger trifft meinen Bruder, den Polizisten. Da muss es heiß hergehen, oder? Aber sie schienen von gleichem Schlag zu sein. Ich habe noch nie zuvor zwei Männer gesehen, die sich so selbstredend verstanden. Ich denke, das wird gut funktionieren. Okay, ich würde gerne jetzt hier raus. Ich habe mich mal wieder verlaufen. Toll. So, da komme ich auch nicht durch. Na toll, nu. Ach, hier, guck mal, da ist ja noch was. Immer schön vorsichtig. Und jetzt hier. Und jetzt dort. Achso, hier gibt es bloß den Stein. Na toll. Da ist noch was. Bäcker an Schandstock. Was? Date im Museum. Ich war wieder mit Drone im hysterischen... historischen Museum. Er ist kein großer Geschichtsfan. Achso. Aber er weiß, dass ich es bin und es ist so lieb, dass er mitkommt. So ominös es auch sein mag. Aber allein dieses Gefühl, dass diese kleine Stadt so viel Bedeutung hat, dass Leute hier seit Jahrhunderten leben, hilft mir, mich hier heimisch zu fühlen. Ist ja süß. Uah, Alter, Vorsicht. Toll, wie komme ich denn jetzt hier raus? Wie bin ich denn vorhin reingekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich und meine Erinnerungslücken. Verdammt. Hast du gehört, was der Typ gesagt hat? In St. Benedict ist gerade etwas Schreckliches passiert. Das hatten wir eben schon. Schnell raus hier. Scheiße. Wozu die Eile, Jungs? Wo wollt ihr hin? Oh Mann. Nein. Die Kirche. Scheiße. Fuck. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell zur Kirche, aber das machen wir in der nächsten Folge, meine Freunde. Also dann sage ich, haut rein, fahrt nicht bis auf ein Auto. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder von Murdered Soul Suspect. Also dann. Tschüssili.